Das war mein Intro, was ich vorbereitet hatte. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren kleinen Folge. Heute mal ein bisschen was anderes. Ihr seht, unsere Küche sieht aus wie Scheiße, weil wir ein paar Videos vorproduziert, nachproduziert, wegproduziert haben, damit wir ein bisschen Puffer haben für größere Projekte. Wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Twitch für weiteren Gaming-Content, damit ihr den nicht vermisst. Und hört meinen Podcast, Zwei Tomate. Heute warten wir uns an etwas, an eine inoffizielle erste Folge von einem neuen Format, die heißt... Da werden wir Wahrheit oder Pflicht spielen, aber die Pflicht ist mit Hot Sauces, also mit scharfen Soßen, bis zu einer sehr hohen Scoville-Anzahl. Wir lassen das jetzt mal außen vor. Ich habe die alle schön sortiert. Heute wollen Ilja, der auch ein Mikrofon anhat heute, hi, und ich schon mal uns die Hot Sauces genauer angucken, wie das Format funktioniert, erkläre ich euch in der offiziellen ersten Folge. Heute ist also nur ein Hot Sauce-Test sozusagen. Dafür haben wir schon mal für das Format was vorbereitet. Ich habe hier vegetarische Nuggets, die ich mal ganz kurz fertig machen möchte. Und ihr seht da hinten schon, uiuiui, wenn ihr mal um die Ecke spickt, Das ist der Todestrakt, der da aufgebaut ist. Ich werde mal 5 Nuggets für uns mal. Ach komm, ich mach mehr. Dann haben wir die 5 Minuten in der Pfanne braten. Das werde ich jetzt mal ganz kurz machen, Leute. Geil! So schnell kann man mal ein paar vegetarische Nuggets braten, natürlich, weil normale Nuggets müssen wir jetzt auch nicht hier reinschaufeln. Ihr seht schon, was wir vorbereitet haben. Oh Gott, Ilja, das war so eine dumme Idee einfach. Wir drücken uns seit einer Woche vor diesem Video, ne, Leute? Das steht hier so seit einer Woche bei uns einfach im Eingangsbereich, weil wir da so gar keinen Bock drauf haben. Links nach rechts gestaffelt, das hier ist die Sriracha-Soße, kennt ihr höchstwahrscheinlich, die am wenigsten scharfe. Dann geht's hier auf Pain 100%, dann eine der Blair-Soßen, dann gibt es die You Can't Handle This, also damit kommst du nicht klar, Hot Sauce. Und dann die Beyond Death Hot Sauce natürlich noch. Das hier ist unser Bringer. Ich habe auch tatsächlich, muss ich zugeben, in meinem ganzen Leben, Ilja, habe ich noch nie eine Soße gesehen, die mit Wachs zugemacht wurde, weil höchstwahrscheinlich, wenn das ausläuft, dein Leben einfach verbrennt. Wir legen jetzt mal los, wir bauen kurz um und probieren das Ganze und werden uns mal durch die schärfsten Hot Sauces, die wir, glaube ich, jemals gegessen haben, durchfressen. Und bist du bereit, Ilja? Ja. Yep. Dann würde ich mal sagen, komm mal mit auf die Couch, und zwar, wenn ich jetzt klatsche. So, da ist er jetzt neben mir. Leute, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie das ablaufen wird. Wir werden immer verschiedene Gäste zu uns holen und natürlich ganz klassisch Wahrheit oder Pflicht spielen. Die Pflicht besteht daraus, diese Soßen zu essen. Wir machen das aber ein bisschen anders, mit einem Twist. Die Gäste werden sich, haben wir jetzt heute nicht gemacht, immer Fragen für mich aussuchen von ihrer Community und ich Fragen von euch für die Gäste. Welche das sind, wissen wir jetzt noch nicht, aber ihr könnt jetzt auch schon mal allgemein ein paar Fragen, die ihr immer schon mal von YouTubern generell wissen wolltet, die können so fies sein, wie ihr wollt, einfach in die Kommentare schreiben und dann gucke ich mir die an und schreibe mir die mal raus. Dann kriegt jeder 5 Umschläge, wo er die Fragen von nicht so schlimm bis sehr schlimm reintut. Und der Twist ist, der YouTuber oder ich auch, kann mir den Umschlag nehmen, die Frage lesen und ich muss immer antworten, weil die Frage muss ich leise vorlesen. Also ihr kriegt immer eine Antwort, aber entweder kann ich mich dann entscheiden, die Frage dazu laut vorzulesen oder, wenn ich das nicht möchte, einen Wing zu essen. Dadurch, wie gesagt, wird es halt immer schlimmer. Die letzten Fragen sind richtig heftig. Schauen wir mal, wie das wird, aber wir probieren jetzt heute erstmal alle Hot Sauces aus, damit wir natürlich auch wissen, auf was sich die Leute hier einlassen, weil wir wollen natürlich nicht unverhältnismäßig hier starten. Fang mal an, Ilja, komm, Sriracha-Soße. Bist du bereit? Ja. Ja, total ready. Sriracha ist mega lecker. Das stimmt tatsächlich. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen drauf. Dann würde ich mal kurz hier mir so ein bisschen Nugget, trenne ich mir mal ab, rein in die Möhre. Prost. Basic. Das ist ein Basic-Ding. Wir müssen euch eine Sache beichten, Leute. Wir haben schon 2 und 3 probiert. Und das hier, die eigentliche Soße Nummer 2, Pain 100%, ist next level scharf auf jeden Fall. Ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen was drauf tun, Ilja. Wir essen auch nicht alles von den Nuggets erstmal auf, weil das hat System. Richtig. Wenn etwas zu scharf ist, dann hat man nämlich noch was zum Mampfen. Oh, ich habe auch Angst davon, dass es auf meine Finger kommt, weil es so... Das riecht bis hierhin schon wie das ist so die Hölle. Unfassbar. Also Pain 100%, Leute, seid ihr bereit? So. Ist das dein Ernst? Guck mal, die Relation, du Arschloch. Nein. Okay, oh. So, ja. Boah, shit. Okay, ja, gönn dir. Ich nehme schon mal die Milz, Alter. Okay, 3, 2, 1. Holy shit. Ich habe wieder vergessen, wie scharf das ist. Oh, das zieht sich gerade voll. Oh, geschluckt. Oh, das kommt gerade voll nach, aber irgendwie hat der Nugget ziemlich viel abgenommen. Also es war besser als Brot. Wir haben es mal in so ein... Boah, okay, aber jetzt... Ich glaube, weil der Nugget so halt in Öl gefettet war.
Also ich glaube, ich habe auch noch nicht. Es geht gerade noch. Also ich habe auch in der Wange probiert zu kauen. Das ist nicht so schlimm wie... Wie gestern. Wir haben es ja gestern schon probiert, aber... Boah, doch, ich finde es unangenehm. Also jetzt nicht schlimm, aber ich finde es schon unangenehm. Schon sehr unangenehm. An der Grenze, ja, genau. Das nächste ist halt die hier. Und das war jetzt so das Problem. Vielleicht müssen wir auch die Hot Sauce, deswegen machen wir so einen Test umtauschen. Weil die hier sollte eigentlich doppelt so scharf sein wie die. Die sieht aus wie so eine leckere Süß-Sauer-Soße. Ja, riecht auch sehr nach Tabasco. Ich weiß auch nicht, ich werde mir jetzt bewusst mal so einen Kern raussuchen, weil das ist eigentlich auch schon mit Habaneros und so, also ordentlichen, selbstgezüchteten, von wie gesagt so Blair. Die haben diverse Hot Sauces, also Nummer 3. Boah, ich habe immer noch so einen Nachbörner. Mir ist es leider so ein Stück unter die Zunge gerutscht. Das tut so mega. Das ist so mega weh, okay. Das ist ja noch weniger scharf als die Sriracha-Soße. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das hat sogar so eine leckere Süße, weißt du? Und sehr viel Essig. Ja, sehr viel Essig und eine leckere Süße. Deswegen, mich irritiert das so. Kompletter Betrug. Weil, wenn jetzt die nächsten beiden, wenn diese Soße, die hier, du kannst das nicht, you can't handle this, die richtig reinhaut, finde ich das gar nicht so schlimm, weil man hätte hier so ein Cooler, weißt du, so im Zweifelsfall, wo man sich nochmal drauf retten könnte. Statt Milch einfach hier die Blair-Soße. Wow, davor habe ich richtig Schiss, weil das kann ich gar nicht einordnen. Das ist so richtig süß. Das riecht mega süß. Ja, und das ist richtig gruselig, weil dann könnte es richtig böse kicken. Oh Gott. Alter, das sieht aus wie Beton, Mann. Das ist einfach eine braune Sülze. Also ich werde davon... Das ist auch so eine Ami-Soße, ne? Ja, das sind alles Ami-Soßen. So, ich werde mal hier so eine Ecke von nehmen. Einmal auf die Zunge. Ist deutlich schärfer als die davor. Hittet die nach. Ja, komm. Oh, scheiße, hittet die nach. Alter, mein Dip auf der Zunge. Mein ganzer Innenraum. Das ist so ganz langsam. Das ist wie, als wenn jemand gerade eine Gasflamme aufdreht auf meiner Zunge und langsam hochfährt. Ich muss sagen, wenn man die tatsächlich so richtig mit der Soße auf die Zunge haut, dann wirkt das deutlich mehr. Oh, ja, aber auch mein Rachen gerade. Oben, oh. Ich spüre davon nicht so viel, ehrlich gesagt. Mach mal, nimm dir mal. Was auf der Zunge so? Bist du verrückt, Alter? Ja, mach, komm, gönn dir. Oh, Alter, bei mir ist es oben hier. Wie heißt das? Gaumen. Die zieht nach, ja. Ja, genau, jetzt merkst du es. Genau, weil ich habe das genau auf die Zunge gelegt und gekaut. Ja, bei mir ist jetzt es oben am Gaumen. Das ist schon Next Level Hour auf jeden Fall. Besonders, es hört nicht auf, das geht jetzt einfach hoch. So ganz langsam. Jetzt merkst du, ne? Das kommt. Ungewöhnlicher Geschmack habe ich noch nie so gehabt. So voll. Aber ich kann es handeln, so. Ist halt jetzt unangenehm schon, weil es so ja auch zieht lang. Ja, auf jeden Fall. Aber es geht, es ist sogar noch lecker. Also ich glaube halt tatsächlich hiermit und hiermit hätten schon Leute, die ein Problem mit Schärfe haben, ordentliches Problem. Definitiv. Also das ist auf jeden Fall, es ist nur gerechtfertigt, weil wir wollen es natürlich auch fair halten für Leute. Ich esse auch gerne scharf und ich finde es, also ich bräuchte schon 2-3 Schlückchen auf jeden Fall Milch auch mal. Aber es ist alles noch verhältnisweise, weil wir wollen halt nicht unbedingt mit einem Notarzt am Set drehen, weil ab irgendeinem Schärfegrad müsst ihr auch halt einen Arzt am Set haben, weil es sonst unverantwortlich ist. Boah, ja, angenehm ist auf jeden Fall anders, aber ja, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie wir dieses Wachsding hier öffnen sollen. Boah, wenn man sich den Mund einatmet, dann... Tut weh? Aber ich kann gerade nicht durch die Nase. Also man merkt auch schon, du bist auf jeden Fall, was hier dein Körper reagiert. Die Bohren werden gerade auf jeden Fall frei. Ich kann schwerer durch die Nase atmen. Jetzt geht's los, Alter. Aber dieses Blair-Ding hat mich gerade auch schon enttäuscht. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, Leute. Ich habe echt ein bisschen Schiss, was jetzt kommt. Hier ist alles dreckig, ne? Ja, es ist wirklich ekelhaft da. Oh, oh. Das riecht nach Chili. Läuft die Soße noch? Also es riecht wie die hier, die schon echt heftig war, nur noch intensiver. Wir haben bewusst auch hier nur so ein halbes Nugget. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier drauf träufeln, William. Oh je. Oh je. Das wird der Magenkiller. Das ist aber auch so eine Blair-Soße. Ne? Das ist eine Blair-Soße, die ja. Also hier sind wir schon im guten sechsstelligen Bereich, Scoville-technisch, das weiß ich. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht essen steht da auch drin, ja. Nur zum Posten. Prost, ne? Mahlzeit und so, ja. Wow. Ich habe jetzt aber auch nicht viel auf die Zunge genommen. Du schon? Kaum. Wow. Also auch nur... Also alles handelbar.
alles handelbar, aber auf jeden Fall die schärfste. Auch unangenehm, weil es so wieder so lange nachbrennt, wie so eine Chili. Weil es so auf einer krassen. Ich weiß nicht, für mich ist die immer noch die krasseste irgendwie. Ah. Oh. Also, auch. Ich finde, das ist so. Das wieder, das brennt so lange und ich habe es leider im Rachen. Also bei mir zieht es jetzt ganz gut nach, muss ich sagen. Ich finde das. Ich muss nur mal nachtesten. Ich hatte so einen Pussy-Move. Bei mir ist halt da, wo ich es auch gekaut habe, jetzt lange eine intensive Schärfe. Es ist halt wie von einer Chili. Mit ein bisschen, als wenn es draufgerieben werden würde. Ich habe jetzt richtig schön auf die Zunge genommen und. Trinkst einfach Milch so. Weil du Bock auf Kalzium hast. Was gar nicht schlimm ist, brauche ich jetzt auch einen Liter Milch. Wie würdest du das anordnen? Also für mich wäre das die Schwächste. Ja. Dann käme das. Dann käme tatsächlich für mich hier. Ja. Dann so. Ich habe halt Angst, dass bei der irgendwas falsch ist irgendwie. Weil die müsste eigentlich wirklich das goldene Mittelfeld sein hier. Aber ich gebe dir recht, bei mir ist es eigentlich eine sehr ähnliche Aufführung. Nur, dass ich glaube, weil das so viel länger hält. Bei mir würde ich das tauschen, weil die hier nicht so lange hält, wie die jetzt hier schon, wo ich gekaut habe. Bei mir ist es immer noch, es wirkt ein bisschen so, als hätte jemand Skalpell angesetzt auf der Zunge bei mir. Kann aber auch sein, dass man halt schon so vorbelastet und die, ist und die würde ich auch eh alles wehtut im Mund. Also es ist alles, finde ich, im Rahmen. Ich glaube, wir haben gute Hot Sauces für Allermann ausgewählt, weißt du? Die ordentlich wehtun, aber jetzt nicht so drüber sind, dass uns hier jemand umkippt. Wir werden natürlich noch mal schärfere bestellen, auch um das selber vielleicht mal zu testen. Oder wenn jemand sagt, ich kann gut mit Schärfe, dann würde ich auch mitziehen. Und, ja, aber wenn keiner Schluck auf hat, ist ja langweilig, ne? Richtig. Das ist die Schärfste bei dir gewesen? Ja, irgendwie schon. Aber die größte Wirkung hatte ich irgendwie tatsächlich bei dem hier. Ja. Aber dann machen wir es doch so. Obwohl, nee, also ich würde sogar fast sagen, so rum. Weil das ist schon, weil, also ich, die Voraussetzung. Also die ist auch nicht ohne, also ja, jetzt, aber. So rum. Aber es war. Ja, aber die Steigerung ist so krass. Die Steigerung von hier nach da ist dann zu krass. Aber gefühlt war die krasser irgendwie, ich weiß nicht. Echt, fandst du? Aber die hatte halt so einen langsamen Hochdreher. Ich fand das so. Ich hatte das Gefühl, dass die Blair-Soßen so zwar scharf sind, aber mehr so für Gourmets, weißt du? Ja. Die sollen schon, halt schmecken. Die sind schon lecker, ja. Die sind schon sehr lecker. Aber von der Schärfe sind die eher scharf. Ja, das hier ist einfach nur ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft scharf. Also ich würde sagen, das ist die Schärfste. Ich finde die von dem Schärfegehalt, die dreht so schnell, also deutlich schneller auf. Ich würde so rum anordnen tatsächlich, weil ich finde die echt ekelhaft unangenehm scharf. Einfach, weißt du, weil wir müssen halt schon, wenn wir die Folgen machen, Leute schon mal ordentlich reindippen lassen. Weil auch wenn du ordentlich reindippst, kannst du das machen. Die hier sollte eigentlich deutlich schärfer sein als die. Ich glaube, wir machen es einfach mal so und dann. Aber du hast schon recht, die hält lange. Einfach nur. Ja, die hält einfach lange. Aber schwitze ich gerade einfach wie ein Schwein. Ja, und es bleibt einfach. Und mein Gaumen tut so weh jetzt. Es fühlt sich einfach an wie so ein Skalpellmensch, der so in meinem Mund rumhängt. Aber ich muss sagen, von allen Soßen, die hier waren, ich habe tatsächlich schon mal Schärferes gegessen. Also es ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für so Folgen. Von daher, liebe YouTube-Kollegen, ihr wisst, auf was ihr euch einlassen werdet die nächsten Tage. Es ist schon Next Level. Kommt vorbei. Ihr schreibt schon mal ein bisschen ein paar Fragen, die YouTuber wahrheitsgemäß beantworten müssen, in die Kommentare. Die können auch böse sein, weil entweder die beantworten die Frage oder die erste Hot Sauce. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich gehe mich mal ganz kurz hinlegen. Tschüss. Alter, ey. Schon verdammt lecker. Ja, ne? Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.